Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße ganz herzlich für weitere Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Und heute spielen wir das erfolgreichste Deck, was ich jemals in diesem Spiel gespielt habe. Welches ist das? Natürlich Only Legendaries, nö, gelogen. Was anderes? Ihr werdet gleich sehen, welches. Seid gespannt auf jeden Fall. Wir fangen mal mit der Gratiskiste, weil die muss ich immer gegönnt werden. Wieso? Denn mal ist nur einmal mehr, deswegen wird sie gegönnt, Leute. Wochenende steht vor der Tür. Richtig geil, also bis zur Woche schon gestartet, wenn ihr das Video seht. Richtig geile Schlagsahne, sage ich euch. Mega lecker und super, super toll. Oh, ich hab so Bock. Und wisst ihr, was das erfolgreichste Deck ist? Ich starte einfach mal eine Schlacht, ihr werdet es sehen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wer als erstes schreibt, der gewinnt auf jeden Fall von mir einen Sackkneifer. Und zwar dieses Deck hier. Was ist das für ein Deck? Leute, seht ihr es? Was es für ein Deck ist? Seht ihr es? Seht ihr es? Ja. Es ist ein Rush-Deck. Tatsächlich, ein erfolgreichstes Deck ist dieses Rush-Deck. Hört sich vielleicht total traurig und kacke an oder wie auch immer, aber es ist einfach Fakt, dass dieses Deck einfach am besten bei mir funktioniert. Und einfach krank und gut und toll und lecker und süß ist. Guck mal hier, Trick 17. Voll fies, was ich gerade mache. Mega fies. Mega fiese Scheiße. Mega fiese Scheiße. Ich habe aber alles kaputt gemacht. Oh. Ich bin ja so ein kleiner Zipfelklatscher, oder? Ein richtig kleiner Zipfelklatscher. Da gibt es erstmal ein Danke. Und natürlich den raus. Ja, easy, gar kein Ding für den King. Rush Deck, es gab die Phase, beziehungsweise die Zeit, wo wirklich die Rush Decks so mega krank gut waren. Oder immer noch, also ich muss sagen, sie sind immer noch ziemlich gut. Und ich würde sagen, auch mit diesem Deck würde ich, beziehungsweise komme ich am höchsten pokaltechnisch. Ist so. Ist so. Kurze Gator reingeknallt. Ist aber Fakt, dass, wie gesagt, Rush-Decks einfach aktuell immer noch mega krank, mega gut sind und auf jeden Fall funktionieren. Und wie gesagt, hiermit werde ich, denke ich mal, auch so hoch wie möglich kommen, pokaltechnisch. Junge, was hat der denn hier? Hat der voll viel Scheiße rausgeballert, Leute. Bleed, Amanakui, Nachuit. Was soll das denn? Hör auf mit so einem Blödsinn. Will ich nicht. Komm hier, let's go. Da oben haben wir noch einen Clown. Wo ist der Clown? Wo ist die Putty? Wo ist die Putty? Den drücken wir bitte als Lächeln. Gut, den Kollegen hier rein von This Side of Love. Sehr viel Damage da oben. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, wie viel Damage. Ich brauche einen Clown. Also ich brauche wirklich einen Clown, habe ich gerade Probleme. Aber ich bin immer schneller aus. Er hat noch einen Wirbel. Ich habe Angst um vom Wirbel. Aber wir brauchen noch einen Clown. Okay, haben wir nicht. Machen wir den kurz. Haben wir ein bisschen mehr Damage. Sollte reichen eigentlich. Jawohl. Easy. Hat der Lars schon wieder gewonnen. Ich sag, die Decks sind allgemein so rush-technisch immer so ein Spiel mit dem Feuer. Also wenn man da reinlunzt, muss man aufpassen, dass man halt nicht zu lange reinlunzt, weil sonst ist, die ganze Wurst verbraten. Ihr kennt das Spielchen, ja? Nicht die Wurst in der Hose, sondern die andere Wurst. Und deswegen muss man halt aufpassen. Aber, wie schon erwähnt, trotzdem immer noch the best deck of my life. Nee, einfach krankes, krankester, bester Scheiß. Und deswegen, ich kann euch eben jetzt definitiv noch kurz zeigen, für Leute, die jetzt wissen wollen, was halt so das krasse Deck ist, wo mich halt richtig rasiere, zerstöre, zerballer und zerbumse. Das zeige ich euch gleich. Mit diesem Deck übrigens habe ich auch das einzige Mod freigeschaltet, was ich jemals bekommen habe, und zwar dieses hier. Eins mit der besten, aber ich habe es, wie gesagt, da habe ich es freigeschaltet. Und ja, das haben wir diesen Deck geschafft. Sogar live im Livestream, sehr interessant und ziemlich sexy war das. Ich versuche mal kurz Madame da am Leben zu halten. Ich hoffe, das schafft. Schafft's er, der Clown. Komm, komm, komm. Komm, Hitte. Sehr schön. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Make a wish, Master. So, genug Wish, Master. Was war das denn? Feel my wish. War da eine Schwatte? War da eine schwarze Hexe, die nicht funktioniert hat? Tschüss. Es ist einfach. Es ist halt einfach cool. Es ist jetzt nicht das anspruchsvollste und schwierigste. Obwohl, es kann auch anspruchsvoll sein. Man muss schon wirklich vernünftig setzen. Na klar, ich sag's immer wieder, bei diesem Spiel ist es einfach Fakt, dass man wirklich Kartenglück braucht, sonst kann man nicht so viel machen. Das ist Fakt und das ist halt so, ne? Aber man muss schon vernünftige Kombinationen spielen. Zum Beispiel ganz wichtig hier, ich setze hinten natürlich den Damage, logisch, und versuche davor was zu bekommen. Am besten natürlich hier so einen Krieger davor zu droppen. Irgendwas anderes klappt halt nicht, weil der meistens sonst, ne? Zum Beispiel ein Zwerg ist ein bisschen schwieriger, weil Zwerg ist ziemlich langsam. Aber er hat schon mal seine Pfeile ein bisschen verkackt, der kleine Tippelklatscher hier. Da ist Mr. Die. Mr. Die. Ist schon mal nicht gut, Mr. Die. Make a wish, Master. So, dahinter noch ein bisschen Damage setzen. Hier zum Beispiel. Sehr gut. Hier oben kann ich wieder mit einem Clown arbeiten, der auf jeden Fall das kaputt machen sollte. Oh, nicht getroffen. Na egal. Noch ein Hit. Reicht.
Oh. Ja, egal. Wir sollten vorher gewonnen haben. Ja, easy. Es ist halt einfach. Es ist schon lustig. Es ist schon ein lustiges Deck. Ja. Aber wir sehen natürlich auf 4300 Pokale, logisch, da kommen halt nicht die krassesten. Aber wie schon erwähnt, wir hatten ja gestern, beziehungsweise gestern, letztes Mal im letzten Part, habe ich ja gegen welche gewonnen, die wirklich auch low waren. Von, nicht von den Karten unbedingt, aber vom Level her. Und trotzdem es geschafft haben, wirklich, und zu zerballern und zu zerstören. Und das wird denen zu einer sehr großen Chance gegen dieses Deck hier nicht halt klappen, weil sie einfach nicht so viel aufbauen können, dass sie überhaupt gewinnen können gegen jemanden, der höher von Karten bzw. Level ist. Deswegen ist so ein Rush-Deck gar nicht mal so schlecht. Aber wie schon erwähnt, ja, ne? Ist halt rascher. Let's rush it, baby! Rush it down. Natürlich versuchen wir wieder Damage vorzubekommen. Klar, wenn er jetzt diese Lane gut verteidigen kann, haben wir schon mal Arschkarte. Kein guter Start für uns. Kein guter Start. Ich werde mal einen Clown da hinsetzen. Sag, Clown bloß sich eigentlich normalerweise nur zur Defensive. Aber da ich gerade nicht spielen kann, er muss einfach immer Karten spielen. Ganz wichtig mit diesem Deck, immer Karten spielen. Immer. Oh, der switcht den. Oder switcht er den? Ja, schafft er nicht. Oh, sehr gut. Sehr gut, dass er den nicht geswitcht bekommt. Das schmeckt dem Lars, Mr. Slayer. Ich hab dich gerade an deinen kleinen Nüssen. Und deine kleinen Nüsse, die knabber ich gerade gut ab. Wieso? Weil ich es kann, mein Junge. Ja, das ist doof, der Weg geswitcht. Egal, lass ihn switchen. Soll er machen, ist mir Wayne. Hab gar keinen Flächenschaden da oben, deswegen ist das mir egal. Wie gesagt, wir machen sehr viel Damage. So ist der Plan. Damage wie möglich. Damage wie möglich. Damage wie möglich. Ja, viel mehr Curse ist mir scheißegal. Tschüss. Habt ihr es schon mal aufgefallen, dass unten links so ein kleiner Grafikbug ist? Und das Geile ist natürlich bei diesem Deck, mega viele. Mega, mega, mega viele Games sieht man. Hier seht ihr hier links, da geht so ein Balken durch, so, also unten links quasi, über diesen Zeichen hier, geht so da oben weiter, ist so ein Zeichen, so ein Grafikbug und rechte Seite auch. Muss das so? Das sieht aus wie so ein Strich, als hätte der Typ bei Photoshop vergessen, irgendwie was zu machen. Egal, weiter geht's. So, ich habe natürlich jetzt nichts hinter meinen hohlen Ritter, Alter. Ich bin genau so ein hohler Ritter, ich bin richtig hohl. Ich habe nichts zum hohlen Ritter-mäßig hier. Zum Setzen, ist doch scheiße, das ist richtig scheiße gerade. Nicht gut. Gar nicht gut, was hier gerade passiert. Er freeze die Kiste. Ich muss irgendwas setzen. Oh Gott. Komm, freeze. Er hat freeze verkackt, oder? Er hat freeze nicht verkackt. Na, ich sage, sieht nicht gerade so gut aus. Wer jetzt die mittlere Lane noch zurückwebeln kann, haben gerade ein hartes Problem. Also das könnte jetzt problematisch werden, meine jungen Damen und Herren. Sogar sehr. Ja, ich glaube, wir haben verkackt. Wir werden nicht mehr so viel Damage aufbauen können. Wir haben verkackt, ja. Das sollte es gewesen sein. Ich versuche mich noch irgendwie zu retten, aber... Ich glaube nicht, dass das das wird. Das riecht tatsächlich nach einer Niederlage. Leider. Ich kann da nicht verteidigen. Kannst du knicken. Wenn es so lange dauert, du musst halt vorher gewinnen. Du musst halt einfach gewinnen in der Zeit. Ich gehe jetzt kein Damage mehr drauf. Deswegen werde ich jetzt verlieren, glaube ich. Ich kann mein Bestes geben, aber es wird nicht reichen. Oben bekommen die Verteidiger nochmal einen Freeze dabei gehabt. Kannst du knicken. Das Ding ist leider geknuspert. Ich gebe alles. Ich versuche es. Aber... Man darf auch nicht zu viel Mana. Also, wenn du so bei Mana 6 bis 7 bist, musst du gewonnen haben, das hast du eh verloren. Weil jemand, der halt dann mit Deck einfach... Nee. Das ist natürlich doof. Also, kein gutes Ding von uns. Haben wir auch Pech gehabt. Wie gesagt, Pech mit den Karten, dann kann es nicht funktionieren. Das ist halt, wie gesagt, wichtig. Man muss einfach Druck aufbauen von Anfang an auf allen drei Lanes. Wenn du nur von einer Lane stark kommst, hast du keine Chance mit dem Rush-Deck, weil da kommt ein Wirbel, GG, vorbei, tschüss. Hast du nichts mehr. Du musst... wirklich von drei Lanes reinballern, zerstören, vergnusswerkeln, die Eier wirklich zermanschen. Komplett. Hast du keine Chance. Von drei Lanes. Musst du immer kommen. So, jetzt natürlich erstmal den Damage hinter den Zwerg, warum weil der Tanky hafter ist und einfach mehr aushält. Hier setze ich die Bogenschützen hinter. Pfeile, sehr gut verkackt. Gefällt mir, schmeckt. Nichts getroffen mit den Pfeilen. So, das war schlecht von ihm. Das könnte jetzt den Sieg ihn kosten, beziehungsweise, ja gut, ist ja allgemein schlecht aus für ihn. Wenn ich 6 setzen kann, wir bauen noch mehr Druck auf, hier noch den kurz rein. Immer schön Druck aufbauen auf Nuss. Ja, komm, ist vorbei. Ih, setz ein Gift rein, egal. Ist trotzdem vorbei. GG. Sehr gut. Ja, seht ihr? Wie haben wir viel Games gemacht? Keine Ahnung. Da haben wir 7 gemacht, 8 Matches oder so. Davon haben wir jetzt 7 gewonnen, ne? Von 8.
meine ich zumindest. Schauen wir mal noch kurz nach. Oh, wir bekommen den Schutz. Meine Fresse, bin ich richtig schutzhaft hier unterwegs. Kurz historisch lunzen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Wir haben 7 Games gemacht und haben 6 von 7 Games gewonnen. Und das wird jetzt Ausschlag geben und das sagt einfach vieles. Es ist einfach Fakt, dieses Deck ist einfach zerstörerisch und total gut. Man kann sehr schnell hochpushen mit den Pokalen. Man kann in der Herausforderung, also in der Challenge auch sehr viel reißen. Und ja, es ist auch nicht ganz so schwierig zu lernen. Und es ist halt einfach lustig. Es ist halt einfach lustig. Deswegen, Leute, ich zeige euch nochmal kurz, habe ich wieder vergessen. Weil ich einfach nur dumm bin. Ich bin ein dummer Mensch. Ich zeige euch kurz nochmal das Deck, damit ihr seht, was es für eins ist. Alter, wie wir genau gleich alles hier machen. Ja, schön viel lustig. Ein Heal. Easy. Ist der Damage kaputt? Oh, Entschuldigung. Aua. Was soll das? Warum darf er das? Darf er das? Finde ich frech. Da oben ist sogar der echte. Yay, ich hab mich gefreut, falls du meine Videos siehst. Ich hab dich zerballert, zerstört. Ich hab dich einfach nur einfach kaputt gemacht, Junge. Nein, ich bin natürlich nicht so einer, der so, ne? Schadenfroh ist. Nein, ich bin nicht schadenfroh. So, easy win, gar kein Ding für den King Affenpirat, kurz gegönnt. So muss es sein. Schmeckt. Und jetzt zeige ich euch kurz das Deck. Also, das hier. Sagt nichts außergewöhnlich, total krasses, überwältigend und Neues, aber es ist gut. Es ist richtig gut, das Deck. Ich kann sogar die hochballern, wenn ich will. 20.000 habe ich nicht. Ja, läuft. Was ist eigentlich im Shop? Das Piraten ein Angebot für 8.000 Gems. Ja, für 73 nur. Habe ich nicht. Sehe ich so aus, hätte ich 73 Gems? Das geht doch gar nicht hier. Oh, Übungsmodus, den gibt es noch. Wann kommt das neueste Update? Wie? 2019? Ist nicht schon 2021? Ist schon ziemlich krass, oder? Moment, wenn du überlegst, ist 21, ne? Es ist immer noch, es ist schon März, aber trotzdem denkt man sich noch manchmal, wirklich schon, ist 21? Egal, ihr kennt es bestimmt auch. So, dann würde ich mal sagen, die Saison kommt bald. Wann ist denn die nächste? Ist die nicht angekündigt? Preise, Junge, Preise, gib mir Preise. Ist sie gar nicht scheinbar. Ja, schmeckt, easy. Dann mach ich mal kurz weiter, kurz die nächste Siegeskiste gönnen. Warum? Weil ich es kann. Aber nur, weil ich es kann. Genau deswegen. Ich kann es halt. So, 8. Game, 7. Win. Ich bin gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Würde mich interessieren. Traffic. Traffic Light. Bla 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 bla. Und rechts, links wieder der Grafikfehler. Läuft. Bitte keine Pfeile, 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 bitte keine Pfeile. Meteor ist okay, bitte keine Pfeile, bitte keine Pfeile. Ich setze den ein. Ah! War jetzt dumm für uns, leider. Hätte ich den etwas minimal früher gesetzt, hätten wir eine größere Chance gehabt. Aber leider. Oh, gefriest. Ja, soll er machen, jetzt mit Wayne. Warte, hier, komm. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock auf so einen Quatsch. Gar keinen Bock. Egal, geht eh von dahin. Ist mir egal, ich will nur eins. Und zwar Damage auf seine Burg machen. Auf die Burg. Auf die Burg. Wir hauen alles auf die Burg. Ein Feuer sogar. Ja, läuft. Da ist der Troll. Man kennt ihn. Ach Gottchen. Nee, ach Gottchen. Ach Gottchen, egal, trotzdem gewonnen. Der Troll übrigens. Muah, phänomenal. Ein makelloser Sieg. Seht ihr, von 8 Games 7 gewonnen. Machen wir noch eins. 9. Easy peasy. Nochmal 10, aber 90% Win-Chance. Krass, oder? Der Lars kann sogar Madde. Madde kann er. Hat sie einen Zwerg kopiert. Schlecht. Der Max. Max 007, grüß dich. Bro, was geht ab? Recover. Ja, egal. Recover halt, mir egal. Ich kann mal, wie du Bock hast. Die. Die. So,
Das Mr. Dai ist tot. Gar kein Ding für den King. Make your wish. Guck mal, hier noch einer. Ist auch fies, natürlich setze ich genau da den Kollegen ein, wo ich halt nicht rankomme, ne, in der Lane. Ja, gefreezed ist mir noch Wayne. Mr. Max. Mr. Max. Der Troll schießt. Schön. So, eins noch, sind wir bei 10. Gewinnen wir auch noch kurz. Haben wir hier 90% Win-Chance. Easy peasy. Fällt ich bestimmt eiskalt. Und krieg einen dermaßen auf den Sack. Pass mal auf. Richtig Zerstörung. Ich bin bestimmt, jetzt ein bisschen Roulette hier. Eigentlich hätte ich den lieber in der Mitte setzen sollen. Aber Leute, Rasuren müssen verteilt werden. Nein. Mein Damage kaputt. Macht einfach mein Damage kaputt. Hier kommt der nächste Damage. Next Damage. Auf was Tanky-haftes. Das war gut zum Clown. Vielleicht die Clownerei hier. In den Clown rein. Affenpirat. Äckelig. Affenpirat ist immer äckelig. Make a wish, Master. Schon Tanky rein, noch nur this side of love. Das sieht doch alles ganz gut aus. So, der Troll kommt auf jeden Fall nach unten. Ja, oh, Troll nach unten, ist okay. Guck mal. Ah, schön. Schön. Plus 33. Also 10 Games, 9 gewonnen, Leute. Gar kein Ding für den King. Kurz mal Deck hier. Beste Deck ever. EU West ist einfach das Beste. Ihr könnt mich ja gerne von einem anderen Deck überzeugen und schreiben gerne in die Kommentare, was, ne, wie ihr ein besseres oder so kennt. Aber dies ist einfach das beste Deck. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich freuen. Seid ein Haufen super nicer Boys. Bleibt gesund, bis dann. Reingehauen und tschüssi.